Also wir sind heute hier bei unserer Firma der Höllerentsorgung. Sind schon seit 1960 wurden wir gegründet von meinem Opa und Oma. Wir machen sehr viel in der Müllabfuhr. Wir machen auch Kommunal- und Containerdienst, Kanalwagen. Unser Spezialgebiet sind die Bergungen, wenn es Lkw-Unfälle sind, auf der A10 zum Beispiel. Unser zweites Spezialgebiet ist der Sondermüll. Unser Einzugsgebiet ist das ganze Bundesland Salzburg. Wir machen aber auch Tankstellensanierungen in Kärnten oder in Oberösterreich. Also ein wichtiger Punkt bei unserem Unternehmen sind unsere Mitarbeiter, die schon lange Zeiten bei uns arbeiten. Weil ohne gute Mitarbeiter funktioniert einfach so eine Firma nicht, nicht. Und unser Highlight, wir haben mittlerweile schon seit einem Jahr die Bianca bei uns angestellt. Das ist die einzige Frau, die bei uns mit dem Lkw fährt. Und darauf sind wir schon stolz, weil die macht ihre Arbeit ziemlich gut. Bin ich gekommen durch meinen Freund, der hat selber ein Transportunternehmen und ich war ja vorher Kellnerin und er hat zu mir gesagt, liebe Bianca, ich brauche eine gescheite Freundin mit einer gescheiten Arbeit. Und dann habe ich halt gesagt, ich könnte einen Lkw-Führerschein machen. Zu meinem jetzigen Job bin ich durch einen Freund gekommen, der hat eben gesagt, er hätte gern eine coole Arbeitskollegin und durch ihn habe ich dann beim Kanal Höller angefangen. Und mein Schmuckstück ist ein Dreiachser. 28 Tonnen, 450 PS, ist schon ein gescheiter Brocken. Der Henke ist eben mein Hund, mein Mops, der ist leider heute nicht dabei. Und eins, Spülmaus, ist halt mein Spitzname. Eigentlich bin ich recht sportlich aktiv. Wir gehen viel Fahrrad fahren oder Motorrad fahren, am Berg gehen wir. Ich bin ein leidenschaftlicher Bildsammler, das ist mein Hobby. Da stehe ich schon um 6 im Wald und suche schon meine ersten Schwammerl und dann gehe ich oft mit 15 Kilo heim. Und das ist für mich ein Erfolgserlebnis. Wie andere, die in Urlaub fahren, ist für mich der Wald eigentlich so eine richtige Erholung. Wow, das ist halt wieder ein Panorama. Ein Sturm geht, eine Aussicht habe ich. Wahnsinn, das ist richtig super. Bei der Firma Kanal Höller bin ich jetzt schon 2 Jahre. Meine Arbeitskollegen sind total nett und es macht mir auch voll Spaß, mit ihnen zum Arbeiten oder in der Firma zum Arbeiten. Ein rosa Auto oder eine rosa Mütze brauche ich nicht. Orange ist geil. Es gibt keine schönere Farbe wie Orange. Die Herausforderungen in meinem Job ist eigentlich, dass ich schwere Kanaldecke habe zum Aufmachen. Das ist natürlich für Frauen nicht so einfach. Oder für mein Fahrzeug habe ich natürlich Saugschläuche, die sind auch nicht so leicht und die musst du halt auch 10 Mal am Tag aufhören, runter. Wir haben immer Action, wir haben was zum Lachen, auch wenn der Alltag oft schwer ist. Aber auf die Nacht setzen wir uns zusammen und trinken ein Bier und lassen den Arbeitsalltag dann ausklingen. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.